Wie gesagt, 30 FPS habe ich sowieso eingestellt. Mehr brauche ich nicht. Ich glaube, das ist auch ganz durchaus zumutbar. Ah, falsch. Ich wollte hier eigentlich drücken. So. Wie spät ist das jetzt? 12 Uhr. Wir haben noch knappe 50 Minuten. Das soll ja wohl eigentlich ausreichen. Ich weiß nicht, wie weit ist das noch? 30 Kilometer allerdings. Ich habe ja ehrlich gesagt Spaß daran, da hinten die Bergspitzen zu sehen. So richtig natürlich sehen sie nicht aus, aber ich finde das natürlich klasse. Aber ich glaube, von München aus sieht man da schon die Alpen. Ich meine nämlich nicht. Ich weiß. Tja, was ist eigentlich mit dem Fernbus-Simulator? Wisst ihr das noch? Ist einige Jahre her plötzlich, ja, neuer Bus-Simulator, der Fernbus-Simulator in Kooperation mit dem Flixbus. Ganz toll, hier nicht nur Omsi in der Stadt Linien fahren, sondern Fernbus fahren. Ja, über die Grenzen Deutschlands hinaus und was nicht alles. Und dann habe ich mir den irgendwann gekauft und ich war so enttäuscht. Gut, das ist aber auch schon ein paar Jahre her. Die Grafik, wenn man die jetzt vergleicht mit zum Beispiel Eurotruck Simulator, konnte dem und kann auch heute dem nicht das Wasser reichen. Nicht im Entferntesten. Aber die Spielidee mit dem Flixbus, mit den Reisen, und das finde ich Bombe. Das passt mir genau, da habe ich voll Bock drauf und das macht ja auch Spaß. Aber dann war die Fahrphysik so chaotisch, also davon abgesehen von vielen anderen Bugs, die da waren, von Grafikunzuverlässigkeiten. Ich meine gar nicht Abstürze. Also das Programm Abstürze habe ich, glaube ich, kaum mal erlebt. Ja? Unterstützt auch das Handy zwar nicht in aller Gänze, also jetzt so richtig schalten, das nicht unbedingt, aber das Lenkrad wird gut genug unterstützt, dass man ordentlich spielen kann. Das will ich gar nicht sagen. Man muss das natürlich einstellen. Aber das war so mit der Fahrphysik so, das Lenkrad, das war so schwammig, ich bin in die Planken gerauscht, obwohl ich seit Jahren, seit 2012 Eurotruck fahre und Omsi fahre, da ist mir das nie passiert. Aber das war manchmal so, dann macht keinen Spaß, wenn ich nach einer halben Stunde Spielen mit den Nerven völlig am Ende bin, weil ich nicht richtig lenken kann. Ja, jetzt habe ich wieder lange gewartet und denke, jetzt guckst du noch mal rein und versuchst das. Und habe ich ganz akribisch mal das Lenkrad eingestellt, mir mal die Einstellungen geguckt, ein bisschen geguckt, versucht. Und bin dann im Arcade-Modus erstmal ein bisschen gefahren. Und habe dann mir den anderen Modus angeguckt. Da habe ich auch wieder so ein paar Bugs festgestellt. Aber die Fahrphysik ist entweder besser oder ich habe das besser eingestellt. Also da will ich mich jetzt gar nicht mal mehr beschweren. Ist ein bisschen seicht das Ganze so, ein bisschen leicht fühlt sich das an, aber ich kann präzise lenken und ich rausche auch nicht mehr so in die Planken rein. So, und jetzt wollen wir das nochmal genauer angucken. Wir fahren jetzt mal. Ich habe mal schon so ein bisschen was freigeschaltet, war zuletzt angekommen in Nürnberg. Wir starten jetzt mal ein Spiel und machen uns jetzt mal eine neue. Wir machen jetzt die Karriere. Wir machen uns eine neue Route und fahren von, wir waren ja in Nürnberg, da war ich angekommen. Von Nürnberg. Das sind Strecken, die kenne ich gar nicht, noch nie gewesen. Fahren wir nach München? Oder wo fahren wir hin? Ich glaube, es ist weit genug, ne? Von Hamburg, von Nürnberg nach München ist weit genug. Nürnberg nach München sind 232 Kilometer, ich glaube, das reicht. Muss ich jetzt speichern machen? Speichern, ja. Nürnberg, München. Weiter. So, jetzt kommt das nämlich realistisch. So, pass auf, jetzt will ich euch was zeigen. Ich habe ja die Wahl zwischen Arcade und realistisch. Arcade, dann brauche ich gar nichts groß machen. Nur C fürs Hinsetzen. Klar, die Leute einchecken, das muss man schon. Aber dann, wenn man Gas tritt, geht die Türen zu, dann gehen auch die Klimaanlage alles an. Es ist ein bisschen langweilig, aber für das erste Mal reinschnuppern vielleicht noch ganz in Ordnung. So, jetzt kann man hier was einstellen. Der Steuerungsmodus, der steht auf realistisch. Jetzt war das Problem, als ich auf realistisch gemacht habe, dass die Leute gemeckert haben, ist mir zu kalt hier, ich friere mir einen ab, ich kriegte das mit der Klimaanlage nicht richtig eingestellt. Da habe ich gedacht, okay, dann nehme ich hier Benutzer definiert und mache hier automatische Klimaanlage. Das heißt also, ne, ich mache alles manuell machen, aber die Klimaanlage, da muss ich mich nicht kümmern. Vielleicht einmal mit G einschalten oder so, die Klimaanlage, G für Klimaanlage. Und dann läuft der Laden. Ist nicht. Dann blieb das Spiel da stecken. Ich zeige euch das gleich, wie es ist. Also wir gehen hier auf realistisch. Da müssen wir allerdings vom Depot aus starten.
Machen wir aber, ist egal. Anwenden. So, wir starten das Spiel. Map, map, map. Ja. Dein Fahrzeug umgekehrt haben, kannst du dein Fahrzeug mit der Rückstelltaste auf der Tastatur zurücksetzen. Wo ist das denn dann? So im Depot oder wo bin ich dann? So, jetzt bin ich hier im Depot. Und nicht an der Starthaltestelle. Ist ja nicht weiter schlimm. Gehen wir in den Bus. Na, mit kann man mit, kann man ein bisschen ausprobieren. Jetzt einfach anklicken da. Das geht auch ganz gut. Hier mit C auf der Tastatur hinsetzen. Die Tür ist offen. Ich habe mir so ein bisschen schon gemerkt, wo welche Tasten sind. Ansonsten Arcadius muss man das so ein bisschen nachlernen. Da muss man sich so ein bisschen mit befassen. So, jetzt steht da unten links in der Ecke Zielanzeige aktivieren mit Z. Ja, draußen sieht man ja, ist noch keine Anzeige. Sieht man jetzt von hier aus nicht, aber ist egal. Z drücken, sieht man, aha, da steht jetzt drauf München. Gut, jetzt steht da unten Zündung starten, I. Ich drücke einmal das I. Jetzt steht da Motor starten, I halten. Ja, steht, ich will aber irgendwas machen. Ich habe das vergessen. Audio. Sonst hört ihr mich gleich nicht mehr. Ich habe gedacht, gerade bei der Testaufnahme war das alles ein bisschen laut. Ich stehe eben auf 80% Gesamtlautstärke. So, anwenden und weiter. Klimaanlage mit G. Wenn ich jetzt das andere genommen hätte, das Benutzer definiert, dann hätte das jetzt auch genauso gelaufen bisher wie jetzt. Und da stünd auch unten Klimaanlage einschalten mit G. Wenn ich jetzt G drücke, passiert aber dann nichts. Dann bleibt alles wie es ist. Und dann muss ich alles aus dem Kopf machen. Ich kriege keine weiteren Hinweise. Die ganze Fahrt bleibt da stehen. Klimaanlage einschalten mit G. Ich kann das also nicht einzeln ausnehmen, weil alles, was danach kommt, ist dann auch weg. Wieso werden solche Bugs nicht behoben? Jetzt G. Schließe Vordertür. Ja, da habe ich einen Schalter für. Den machen wir die Vordertür zu. Jetzt wird gleich viel leiser, ne? So, jetzt kann man mit dem Mausrad hier drin zoomen. Ich habe mir übrigens auch das so ein bisschen eingestellt, hier der Abstand und der Blickwinkel, sodass ich, ja, diesen Blick habe, da fahre ich ganz gut mit. So, jetzt kann ich hier mit der Maus gucken und kann mich mit dem Mausrad hier ranzoomen. Wenn ich die rechte Maustaste drücke, dann ist das Lenkrad ausgeblendet, sodass ich auch sehen kann, was hinter dem Lenkrad ist. Aber ich kann mich nicht mehr bewegen. Dafür habe ich hier eine Maus und kann hier Schalter benutzen. Drücke ich wieder die rechte Maustaste, kann ich mich so zwar wieder bewegen und zoomen, aber das Lenkrad stört. Also gucke ich erstmal, ich will jetzt zum Beispiel da hingucken. Wir wollen jetzt die Klimaanlage auch einstellen. Rechte Maustaste. So, und jetzt mache ich mal, wie habe ich das gerade gemacht? Ich muss mit dem Mauszeiger, hier seht ihr links und rechts, nicht nach oben und unten, da passiert nichts, ne? Sondern links und rechts, so. Das kenne ich auch so ein bisschen aus Omni. Hier stellen wir mal auch so einfach auf die Mitte ein bisschen ein. Hier machen wir auch mal so. Und hier mache ich jetzt Plus, wir stellen das auf 22 Grad. Das hatte ich vorhin beim Testen auch mal gehabt, das ging ganz gut. Dann war da noch was mit Klimaanlage, die ist an. Das hätte ich auch hier machen können, ohne das G da, ne? Das machen wir gleich alles. Hier WC und so freischalten brauchen wir nicht. Wir können ja mal Fahrgastraum schon mal einschalten, das Licht. Hier ist übrigens die Gangschaltung. Ich fahre immer auf D1. Oder ist das DM? Was ist das eigentlich hier? Weiß ich gar nicht so genau. So. Was haben wir noch? Ach so, hier gucke ich mal hin. Hinzoomen. Rechte Maustaste und können wir bedienen. Spiegelheizung brauchen wir nicht, Frontscheitenheizung brauchen wir nicht, Fahrerlicht, ja. Fenster, Sonnenrollo, Zielanzeige haben wir schon gemacht. Da ist das Licht. Wir fahren immer mit Licht. Ne, muss ich ziehen. Linken Maustaste gedrückt halten und ziehen. So, ich tippe jetzt auf die 2 auf der Tastatur, dann springt er wieder in die Anzeige. Mit 1 sind wir übrigens nach außen. Ja, da kann ich auch durch einfache Maus bewegen. Mir das hier angucken. Wie spät ist das? 10 Uhr sollen wir losfahren. 9 Uhr 48 Uhr. Zeit. Wir müssen uns ein bisschen beeilen jetzt. So, wieder mit 2 bin ich wieder innen. Bremspedal drücken und halten und dann Gang hochschalten. Feststellbremse lösen und dann können wir losfahren. Ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen, dass wir noch rechtzeitig kommen. Ich habe da so ein bisschen auf dem Dings hier auf meinem Lenkrad die Tasten eingestellt. Also Blinker habe ich hier eingestellt.
und auch Tempomat. Gucken. So. Mit der rechten Maustaste schalte ich also hin und her zwischen mit der Maus was schalten können und mit der Maus die Sicht bewegen. So. 49, okay. Naja. Ja, also diese Fahrphysik finde ich jetzt in Ordnung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann hier ganz gemütlich fahren, das kenne ich anders. So, da ist noch grün. Gucken wir, was wir noch kriegen. Ach, guck mal, wie wenig. Ah, jetzt ist rot geworden. Das ist auch so eine Sache, wenn ich jetzt hier stehen bleibe und dann nach oben zu der Ampel gucke, dass ich die Ampel sehen kann, sehe ich ja das Lenkrad und so nichts mehr. Und zum Weiterfahren würde ich ja gerne wieder das Lenkrad und alles sehen, meine ordentliche Sicht haben. Für mich ist das ganz wichtig, sonst fahre ich überall gegen und nicht ordentlich. Aber das ist, ja, ist sicherlich gut gemeint. Ob das so angenehm ist, weiß ich nicht. Vielleicht auch, weil ich das gewohnt bin, zum Losfahren dann wieder zum Beispiel auf die 2 zu tippen und meine normale Sicht zu haben. Nur wenn ich das nicht mache und einfach losfahre, zeige ich gleich, wenn es denn dann mal grün wird. Ja, also es gibt nur Arcade oder realistisch, benutzerdefiniert, funktioniert nicht. Dann kommen wir, dann stimmt da jetzt immer noch G für Klimaanlage einschalten. Und man kann da nichts steuern, dann steht da nämlich, da fahr ich los, guck mal. Und die geht von alleine wieder runter, die Sicht. Habt ihr gesehen? Ich habe nichts gemacht. Ist gut, aber für mich eben irgendwie ungewohnt. So, der Blinker ist auch sehr laut, ne? Das müssen wir hier rein. Ich hoffe, wir sind gleich da. Ja, ist ja nicht mehr weit. Hier bin ich ja vorhin auch lang gekommen. Ich bin ja vorhin gefahren von Dresden hier nach Nürnberg. Jetzt fahren wir weiter von Nürnberg nach München. Ich kann von der Bremse mal runterlatschen. Oh Mann, das wird ein langes Video, ne? Guck mal, schon 11 Minuten. Aber ich möchte ganz gerne ein Video machen für Leute, die den Fernbus-Simulator noch im Archiv haben, weißt du, oder nicht spielen damit, dass die vielleicht nochmal sagen, ja, geben wir dem nochmal eine Chance. Ja, also der Fernbus-Simulator hat meines Erachtens durchaus die Chance verdient. Ja, wenn man sich jetzt mal von Sebasti die Grafik anguckt, Sebasti habe ich übrigens gar nicht, habe ich mir nicht getraut zu kaufen, weil gleicher Entwickler wie TML und bei dieser Boings. Warum fährst du mir rein? Und bin ich dir reingefahren? Ach Mensch. Hoffentlich haben wir da nicht eine Abrechnung nachher. Bei dieser Schwierigkeit mit der Fahrphysik habe ich gedacht, das mache ich nicht. Ey. Wenn die Grafik noch so toll ist, wenn die Fahrphysik so schwammig ist wie beim Fernbus-Simulator, dann habe ich da keinen Bock drauf. Aber wenn die so ist wie hier, muss ich sagen, ja. Seht ihr auch das Display, ne? Hier vom Navi, vom eingebauten Navi, das flackert immer. Müsst ihr während der Fahrt mal drauf achten. So, was mache ich denn jetzt? Ich mache jetzt erstmal die Bremse rein und den Motor aus. So. Dann mache ich mir die Tür auf. Vorne. Und dann stehe ich auf mit C. Ja, die Tür auf und zu habe ich mir auch noch dran. So, jetzt muss ich erstmal hier die Gepäckluke aufmachen. Und jetzt muss ich die Leute einchecken hier. So. Salut. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Gucken wir mal. Wir fahren von Nürnberg nach München. Du willst nach München, dann bist du richtig. Und jetzt du. Grüezi. Hier ist mein Ticket. Grüezi. Willst du dich lieber nach Zürich fahren? München willst du, ist gut. Ups. Sorry. Guten Tag. Das Ticket. Bitteschön. Dankeschön. Ja, das ist cool. Dass man den Leuten so nah auf die Pelle rücken muss, finde ich ein bisschen, danke. Wie soll ich sagen, penetrant. Guck mal, ich kann von hier aus nichts machen, ne? Von hier aus. Hi. Ah, jetzt doch. Fahren Sie in meine Richtung? Ja. Auf geht's. Oftmals sind da auch welche bei, die ein falsches Ticket haben. Muss schon hingucken, ob da auch das wirklich Ticket. Hier bitteschön. München steht. Nürnberg nach München, ist alles richtig. Sehr freundlich. Ja, die Maus geht so schnell. Wie viel Zeit haben wir noch? Jetzt habe ich hier keine Uhr, das ist ein bisschen blöd. Guten Tag. Sie wollen bestimmt mein Ticket sehen. Richtig. Ja, ist richtig. Grüezi, mein Ticket. Da, nach Gelsenkirchen. Nein, du darfst hier die nicht einsteigen. Ich habe das falsche Ticket gebucht. Ja, das sind immer die anderen schon. Grüezi, so. Bitte sehr. Ja.
Dankeschön. Und jetzt du noch. Hallo. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Ja, du bist richtig. Cool. Gut, alle rein. Wunderbar. Machen wir die Luke wieder zu. Gepäck ist hoffentlich alles drin. Du musst mal gucken, wie du nach Gelsenkirchen kommst. Da sitzen sie alle. Ist ja wunderbärle. Gut. Also mit C. Zack. Und dann sitzen wir hier drauf und dann machen wir erstmal die Tür zu. Habe ich mir auf die Taste gelegt. Gibt sonst, glaube ich, F9 oder sowas. So, ich hatte eingestellt auf 22 Grad, ist aber der Motor aus. Setz den Gang in die neutrale Position. Das muss ich erst machen. Habe ich jetzt gemacht. Nee, habe ich nicht gemacht. Das kann man sehen. Pass mal auf. Da steht ja auf die Ansicht. Ich muss das bei meinem richtig so machen. Jetzt geht's nämlich. Und dann machen wir I und I halten. Gut. Und dann bist du schon fertig. Jetzt haben wir die Bremse gelöst. Ich will aber jetzt hier und dann zurückschrauben und dann die 2 drücken. Dann habe ich wieder eine ordentliche Sicht. Da ist die Klimaanlage richtig eingestellt. Was ich jetzt noch mache, 10.02 Uhr losfahren, 9.56 Uhr haben wir. Ich gehe jetzt nochmal hier hin. So, drücken. Wir müssen jetzt, wir geben jetzt WLAN frei für die Leute. Die Küche geben wir frei, die Toilette geben wir frei, Lesebeleuchtung geben wir frei. Fahrgastlicht hatte ich schon eingeschaltet. Machen wir so, ist Fahrgastlicht. Die Ansage spielen wir später ab. Radio lassen wir aus. Klimaanlage ist eingestellt. Wir verriegeln die Klappen für die Koffer. Licht ist noch an. Wir haben kein schlechtes Wetter, dass wir irgendwelche Spiegelheizung oder Frontscheibenheizung extra brauchen. Gut. Na, ich bin immer gewohnt damit, aber wir wollen ja so, ne, mit der 2 kann ich auch wieder in die Sicht gehen. Dann sind wir soweit klar, ne? Okay, ich kann übrigens mit der Tab-Taste hier einstellen. Ich kann verschiedene Spiegel noch einstellen oder Rückfahrkamera oder was nicht alles. Muss man sich selber mit beschäftigen. Das habe ich jetzt nicht so weit gemacht. Und nochmal Tab, dann sind wir wieder. Ich habe diese beiden automatischen Spiegel drin. Das reicht auch. So, der Taste ist die Bremse raus. Jetzt muss ich aber erstmal mit Escape wieder hier in mein Handy und die Fahrt starten. Warte, erstmal überspringen wir. Bis eine Minute vor Abfahrt. Dann müsst ihr also jetzt springen bis 10.01 Uhr. Und dann starten wir hier die Fahrt. So, mit Escape wieder raus. Genau, es ist 10.01 Uhr. 10.02 Uhr sollen wir starten. Da stehen auch keine neuen Fahrgäste dazu. Fahren wir los. Jetzt muss ich aber erstmal den Gang wieder reinpacken. Ah, jetzt. So. Okay. Brumm. Ja, zu wenig KI-Verkehr. Das muss ich mal ein bisschen einstellen. Ist ja fast gar nichts hier. Warum ist denn so wenig los hier? So, und jetzt spielen wir die Ansagen ab. Jetzt könnt ihr ein bisschen zuhören. Ich halte auch mal einen Moment die Klappe. Hallo und herzlich willkommen bei Flixbus. Wir freuen uns, dass ihr an Bord seid und wir gemeinsam unser heutiges Reiseziel ansteuern. Bevor wir richtig in Fahrt kommen, hier ein paar Hinweise. Auch bei uns im Bus gilt die gesetzliche Anschnallpflicht. Bitte schnallt euch deshalb während der gesamten Fahrt an. In den Sitztaschen vor euch findet ihr unsere Bordkarte mit weiteren Sicherheitshinweisen und Infos zu unserem Snack- und Getränkeangebot. Eine Toilette befindet sich im hinteren Einstiegsbereich. Wer kostenlos surfen will, wählt sich einfach in unser WLAN-Netz ein. Unser Reisetipp fürs Internet? Schaut doch mal auf unserer Facebook-Page vorbei. Unser Team freut sich riesig über eure Likes und Nachrichten. Sollte euer Akku zur Neige gehen? Kein Problem. Viele unserer Sitze sind mit Steckdosen ausgestattet und entsprechend gekennzeichnet. So könnt ihr euer Smartphone die gesamte Fahrt über nutzen. Wenn ihr eure nächste Fahrt auch gleich mobil buchen wollt, holt euch einfach unsere App und profitiert von exklusiven Online-Angeboten. Auf flixbus.de stehen täglich brandaktuell alle Infos und Städteverbindungen für euch bereit. Natürlich wollen wir unseren Service ständig weiter verbessern. Für Feedback zu eurer Fahrt nutzt bitte den Fragebogen, den wir euch per E-Mail zuschicken. Wir danken für eure Aufmerksamkeit und wünschen eine entspannte Fahrt und viel Spaß an Bord bei Flixbus. Hello and welcome to Flixbus. We're glad to have you on board and that we can get you to your favorite destination today. Before we set off, we would like to share some information about the journey.
The wearing of seatbelts is compulsory on board the bus. Therefore, please keep your seatbelt fastened throughout the entire journey. In the seat pocket in front of you, you will find our information card containing further safety instructions. Air boarding area. If you would like to browse the internet free of charge, simply log on to our onboard Wi-Fi network. If your battery runs out, no problem. Many of our seats are equipped with power outlets, which are marked accordingly. If you would like to book your next journey while you're on the road, simply download our app onto your smartphone so you can take advantage of our many exclusive online discounts. For more information, simply visit flixbus.com or get in touch with us on Facebook. Of course, we're always striving to improve our service. Please use the questionnaire we send you by email to give us feedback about your journey. You can also use it to share your suggestions, ideas and requests. We are always ready to assist. And now, we can finally set off. Thank you for listening. We hope you have a relaxing journey and enjoy traveling with Flixbus. Hurra, schon fertig. Irgendwie habe ich das Gefühl, als wäre ein Fenster auf oder so, so laut der Außenbereich. Das ist mit den Lautstärken. Entweder muss man sich sehr viel damit beschäftigen, ganz jede einzelne verschieden genau einstellen, die Lautstärken. Man kann das ja wirklich alles detailliert einstellen, ne? Dass man sich da eine richtige Mischung zusammensetzt. Oder aber das ist wirklich blöd abgestimmt. Ich meine auch, da rauscht irgendwas. Soll das wirklich die Klimaanlage sein? Was die ganze Zeit so rauscht. Na, da seht ihr das Flackern von dem Navi innen. Naja. Dann haben wir ja noch das eingeblendete Navi unten. Und da sehen wir oben rechts drin 216 Kilometer noch. Das ist die Strecke, die wir noch fahren müssen. Die rote Uhrzeit darunter, 12.50 Uhr, ist die Zeit, bis wann wir da sein müssen. Und ja, Geschwindigkeitsbegrenzung steht da eingeblendet. Das geht's auf die Autobahn, würde ich sagen. Müssen wir erstmal hier rüberfahren. So, auf die Autobahn nach München. Wir sind auf der B4 unterwegs. Also es ist nicht sehr nah an der Realität hier, ne? Das muss ich mal einfach sagen. Wir haben so eine Map, die kann ich auch gleich mal aufmachen. Da sieht man quasi Deutschland. Gibt auch noch andere Map-DLCs, aber wenn wir jetzt... Ja, da sprechen wir gleich nochmal drüber. Gucken wir uns erstmal an, wie ist die Map? Jetzt mal einfach mal vergleichen mit ETS2. Ist das, ja, das wäre einfach unfair, das jetzt wirklich 1:1 vergleichen zu wollen, weil dann schneidet die Flixbus hier die Fernbus-Map so katastrophal schlecht ab. Es ist halt anders, das ist ja auch schon älter. Aber ich bin der Meinung, bevor man da jetzt Map-DLCs rausbringt für Dänemark, für Polen, für Österreich, für Frankreich, die wirklich auch richtig Geld kosten, sollte man doch erstmal hier die erste originale Deutschland-Map mal ein bisschen aufpushen. Das hätte die so dringend nötig. Das ist alles nicht so der Bär hier. So, jetzt fahren wir 78, 100 dürfen wir. Schleunige ich jetzt mal so auf ein paar 90. Und drück mal hier den Tempomaten rein, der springt auch manchmal komisch raus, dann kriege ich den nicht richtig rein und schon haben wir 80. Wenn ich jetzt weiter schnell fahre, wird gemeckert. Da, jetzt kriege ich den schon nicht mehr rein, ne? Den Tempomaten. Warum, weiß ich nicht. So. Jetzt ist er drin. Okay. Rüber. Ah ne, wir müssen ja hier ab. Dann ja gar nicht rüber. Alles klar. Sorry, mein Fehler. Ich habe mich mit dem Tempomaten so befasst. Das ist nämlich so, dass man den manchmal nicht reinkriegt. Oder dann kriegt man den rein. Wenn man dann aber Gas loslässt, weil man ja den Tempomat drin hat, springt der wieder raus. Ich habe aber einen Trick gefunden, wenn man ganz, ganz, ganz langsam immer mehr Gas loslässt, immer mehr sich so quasi rausschleicht, bleibt da drin. Das ist auch doch irgendwie ein Bug oder ich habe irgendwas nicht richtig verstanden. Es gibt übrigens auch eine Bedienungsanleitung, so ein kleines Handbuch. Da steht allerdings nicht allzu viel drin, aber eben so die Standard-Tastenbefehle sind da aufgeführt und so ein paar Sachen werden erklärt. Hilft schon mal, ist aber nicht meines Erachtens nicht richtig ausführlich. So, hier dürfen wir auch nur 80 fahren. Ja, dann fahren wir die 180 Kilometer, haben wir noch vor der Brust. Jo,
Ne? So weit, so gut, ne? Da fahren wir unseren Flixbus mit sehr wenig Verkehr. Vielleicht läuft ja gerade hier Weltmeisterschaft Endspiel mit Deutschland im Fernsehen. Ah, bleib auf der Spur. Aber das ist ein Geschwimme mit der Kamera, ne? Dieses Hin- und Her-Geschwimme. Gehen wir mal lieber wieder rein. Ach, jetzt ist er reingesprungen und nicht so reingefahren mit der Kamera. Guck an, guck an. Übrigens, mit der Zirkumflex-Taste kann ich ein bisschen in 3 Stufen das Navi ein bisschen zoomen, ne? Nicht so viel, aber ein bisschen kann ich. Zirkumflex-Taste, das ist die Taste links neben der 1 oben mit diesem Hütchen und dem Gradzeichen, also die unter der Escape-Taste. Weil viele das nicht wissen, wusste ich auch eigentlich nicht. Habe ich irgendwann mal irgendwo gelesen und versucht zu merken. So, hier dürfen wir wieder 100, dann gut, dann trete ich noch ein bisschen aufs Gas. Seht ihr, jetzt ist der Tempomat noch drin. Ich mache mal los, jetzt ist er raus, jetzt gebe ich wieder Gas. Und ich glaube, hier reicht das. Und ich kriege hier nicht rein. Der will nicht reingehen. Ja, da haben wir das Problem wieder. 87, 90. Jetzt, ne, Gas los, dann Tempomat wieder raus. Seht ihr, das ist immer ein Symbol. Neben der Geschwindigkeitsangabe im Display zwischen den beiden Rundtacho-Dingern. So, jetzt fahre ich ein paar 90, drücke die Taste, jetzt ist er drin. Ich gebe aber weiter Gas. Jetzt gehe ich ganz, ganz vorsichtig vom Gas weg, damit der nicht wieder rausspringt. Noch ein bisschen weg, noch ein bisschen weg, noch ein bisschen. So, noch mehr. Jetzt bin ich ganz vom Gas runter und siehe da, der Tempomat ist drin geblieben. Ja, Mensch, also, das kann doch kaum sein, dass ich da irgendwas nicht richtig verstanden habe. Das ist doch auch wieder so ein Bug, ne? Und wenn man sich mal die Autos anguckt, die uns jetzt überholen, wenn die eine gewisse Entfernung erreicht haben, viel zu früh, wie ich finde, machen die plopp und dann ist das eine Kackgrafik, obwohl der geht da jetzt schon mal, gleich sind die Räder weg. Zack, jetzt schwebt das Ding, seht ihr das? Landspeeder von Star Wars. Dass das natürlich irgendwann so ist, aber Leute, ich habe das Meister auf Episch stehen hier. Ey, wieso, dass man das schon so sieht, ne? Und grüß mir, zack, Luke Skywalker bitte grüßen, in seinem Landspeeder, ja, das ist, ja, grenzwertig, würde ich sagen, wenn man das so sieht, ist schon ein bisschen oll, gerade heutzutage, wenn man das jetzt vergleicht mit dem Euro Truck Simulator oder American Truck Simulator, ne, ach du Scheiße, Polizeikontrolle. Ist eine nette Idee, kannte ich früher auch noch nicht. Wir müssen mal eben anhalten. Stopp! Polizei! Polizia! Police! Ja! Ich muss jetzt hier. Ich weiß gar nicht, ich glaube, wenn ich einfach vorbeifahre, gibt es irgendwie Ärger, ne? Ich weiß gar nicht, ob das könnte, ich habe es noch nicht versucht. Ist jetzt auch das zweite Mal erst, dass ich hier in die Polizeikontrolle gerate. Übrigens, man kann auch längere Strecken fahren, zum Beispiel von Kiel, Hamburg, Bremen, Dortmund, Frankfurt, München und überall Leute einsteigen lassen immer. Muss man auch Pausen machen und solche Sachen. Geht alles, also das ist prima. Und man hat eine Kategorie, da kann man die originalen Flixbus-Linien fahren. Und das finde ich schon eine ganz nette Geschichte. Also der Flixbus hat eine Chance verdient. So, dann habe ich mal geguckt, wenn ich mir zum Beispiel die Frankreich-Map kaufen will, die ist recht groß, will ich ja gar nicht sagen, ich muss geradeaus weiter, ich will ja nicht tanken. Da vorne zu dem roten Punkt müssen wir fahren. Es ist 11.05 Uhr, wir müssen 12.50 Uhr da sein, 127 Kilometer, denk mal, wir sind gut in der Zeit, das werden wir schon schaffen. Die kostet, glaube ich, irgendwie 24 Euro und ehrlich gesagt, bei einer Map in dieser Qualität, wie die hier sind, ich denke mal nicht, dass die großartig anders ist. Nee. So, boah, auf einmal geht das Licht aus hier. So, Führerschein ist in Ordnung. Fahrzeugschein, okay. Licht funktioniert. Warndreieck ist vorhanden. Warnweste habe ich an. Angeschnallte Fahrgäste, jawohl. Tachograph, auch in Ordnung. Ich darf weiterfahren. So, fahren wir weiter. Danke Polizei, auf Wiedersehen. So, hier darf ich 40 fahren. Naja, gut.
guck mal, hier könnten wir zum Beispiel eine Pause machen. Wenn ich jetzt hier drauf fahren würde, könnte ich rasten. Wenn ich längere Touren habe, ich kann ja auch immer an den Haltestellen rasten, dann überspringt er irgendwie 20 Minuten oder Viertelstunde. Ich muss aber außerhalb des Busses sein, bla bla bla. Was ist denn da unten drin? Ist das die Parkbremse? Nee, weiß ich auch nicht. So. Und wenn ich eine längere Strecke habe, dann muss ich Pause machen an irgendeinem Parkplatz. Sonst werden die maulig und dann gibt es in der Wertung der auch Abzüge. Finde ich alles ganz prima, alles gut gemacht so vom Spielverlauf. Alles toll. Ein paar wenig Parkplätze sind das schon. Na? Dann, weil manchmal ist die Zeit knapp, hat eine längere Strecke und muss dann eben eine Pause machen. So, was haben wir hier? 100 ist erlaubt. Da wollen wir mal gucken. Force Feedback ist hier übrigens auch, aber ist nur sehr schwach und an komischen Stellen manchmal, dass das anspricht. So, das reicht so. Ach, guck mal, da hinten sehen wir schon die Berge. Das sind schon die Alpen, ne? Da gibt es ja auch Österreich und Luxemburg ist übrigens gratis, kleine Map. Dänemark habe ich gesehen, glaube ich. Ach, jetzt ist er wieder rausgesprungen. Zwischen öfter aufgefallen, wenn es so bergab geht, anstatt dass der Retarder einen so ein bisschen auf die Tempomat eingestellte Geschwindigkeit wieder runterbremst, springt er einfach aus und dann bleibt man stehen. So, gucken, ob wir ihn jetzt wieder ankriegen. Ja, gut. Also mit Scheibenwischer und Regen, das funktioniert auch ganz gut. Ich habe Wetter jetzt auf, mach doch wie du willst. Könnte also durchaus auch jederzeit jetzt mal schlechter werden und regnen. Aber es sieht so aus, als ob sich das Wetter hält. Ja, ein paar Laderuckler sieht man da so mal drin. Ich habe sowieso alles auf 30 FPS eingestellt. Also Einbußen haben wir nur, wenn der unter 30 rutscht, so wie jetzt. Und das finde ich eigentlich schon bei meinem recht hohe Leistung meines Rechners schon ein bisschen heftig. Ne? Ich sehe jetzt auch zum Beispiel 78 Grad Celsius Memory-Temperatur, 70 Grad Celsius Hotspot von der Grafikkarte, GPU-Temperatur 60 Grad. Obwohl ich schon so ein bisschen was von den Grafikeinstellungen runtergenommen habe. Aber unwesentlich. Ich habe auch erst alles so auf episch gehabt. War eigentlich nicht großartig Unterschied. Guck mal der! Oft sieht man auch in der Ferne irgendwelche LKW-Trailer durch die Gegend fliegen. Habe ich schon oft gesehen. Aber das mit den Bergen da hinten, das sieht ja toll aus. Aber die Grafik, ne? Pff, also auch die Städte, so wiedererkennungswert kaum. Kaum. Ich muss auch dazu sagen, alles, was ich hier sage, ist wirklich nicht besonders, das ist also wirklich nur rein subjektiv. Das ist so mein persönliches Fazit, nachdem ich den jetzt ein paar Jahre habe, den Fernbus-Simulator, und den immer mal wieder, was weiß ich, einmal im Jahr kurz rausgeholt habe, um zu gucken, hat sich da was verbessert. Und meistens, bisher habe ich immer gesagt, ach, nee, irgendwie schnell die Lust verloren, ist nicht so das Gelbe vom Ei, ne? Hier ist wieder 100, warum? Ich kann zum Beispiel hier auch übrigens nicht, wie das zum Beispiel im Eurotax-Simulator möglich ist, hier einfach wohl mit einer Taste den alten Tempomat wieder aufnehmen. Ich fahre jetzt mal nicht so schnell. Hier, das reicht so. Wir sind doch wieder gut in der Zeit. 11:30, wir haben noch weit über eine Stunde Zeit, das sollte ja klappen. So. Ja, ne, und das ist zu toll. Wenn die jetzt sagen würden, ja, Fernbus-Simulator ist eben Simulator, der jetzt ja nicht mehr so der heutige Qualitätsansprüche der heutigen modernen Zeit so angemessen ist. Ist so ein bisschen zurück. Sag mal so 10, 12 Jahre zurück. Ist so ein bisschen von der Szenerie-Grafik ein bisschen hinter OMSI. Oder ein bisschen OMSI vielleicht ein bisschen voraus, aber kommt an ETS 2 oder sowas überhaupt gar nicht ran zu herunternehmen. Aber jetzt mal hier überholen die LKWs. Na, wenn die jetzt sagen würden, okay, komm, wir haben unseren Sebas, der kostet irgendwie seine 30 Euro. Und wenn da die Fahrphysik nicht schlechter ist als jetzt hier und die Grafik, die ich so gesehen habe, dann ist der seine, was weiß ich, 30 Euro auch absolut wert, will ich gar nichts dran sagen. Ne? Aber dann sollte man doch, und so fände ich das fair, wenn sagen, komm hier, der Fernbus-Simulator, den kriegst du für 8,99 Euro. Und die paar DLC-Maps, die kosten auch pro Map 3,99 oder 4,99 oder du kaufst für 35 Euro das ganze Ding mit sämtlichen DLCs. Da würde ich sagen, okay, dann könnte man das machen, denn das Spiel, ich muss zugeben, es macht Spaß. Wegen der Spielidee, wegen der Route, die man da machen kann, weil man die Originalrouten fahren kann, mit dem Einchecken der Leute und so, ist schon toll. Also ein bisschen schade,
die Bugs, die da sind, die müssten noch rausgearbeitet werden, wie ich finde. Ne, das mit diesem, ich möchte jetzt realistisch fahren, aber ich möchte mich nicht um die Klimaanlage kümmern oder um noch irgendwas. Ja, guck mal, da haben wir auch ganz rechts, fahren wir ja da hinten vorbei, da ist ja diese Arena gewesen. So ein paar Wiedererkennungsmerkmale gibt es ja. Aber das reicht so nicht. Ne, das bisschen mehr könnte man da machen, die Map ein bisschen schöner gestalten, ein bisschen auch an der Performance ein bisschen arbeiten, dann ist das schon toll. Und ansonsten eben günstig abgeben. Das ist so ein, ja, so ein Low-Budget oder so ein Low-Price-Spiel, ne? Wenn das dafür günstig ist, ja. Vor allen Dingen hätte das ja den Vorteil, dass vielleicht auch Rechner, die noch nicht ganz so stark sind, dann vielleicht damit klarkommen könnten. Das wäre ja auch eine schöne Sache. Obwohl, ich habe hier einen i9 und zwar einen hochwertigen. Also, und ich habe eine RTX 3080 Grafikkarte mit, was hat die, glaube ich, 16 Gigabyte, weiß ich gar nicht so genau auswendig. Also, das ist schon ordentlich, ne? Wenn die in die Knie geht, dann kann so ein 0815 Rechner überhaupt nichts ausrichten. So, wir haben bald München, ne? Wir haben auch 39 Kilometer. Ah, ja. So, hier müssen wir runter, ne? Guck mal, hier ist die Bayern Arena. Die haben sie reingemacht. Der Turm ist da. Ja, also hier muss ich sagen, ist die Map irgendwie schöner. Kann das sein, dass die vielleicht oben im Norden weniger? Da sieht das schlampiger aus. Hier jetzt im Moment, was ich jetzt hier sehe, da will ich gar nicht meckern. Aber diese vielen Laderuckler, die gehen mir so ein bisschen auf den Zeiger. Dass das mal kommt, wenn man wieder in den neuen Map-Bereich fährt, das will ich überhaupt gar nicht kitteln. Das ist okay. Ja, wieder einer. Und ich habe schon so ein bisschen was rausgenommen aus den Grafikqualitäten. Wie gesagt, 30 FPS habe ich sowieso eingestellt. Mehr brauche ich nicht. Ich glaube, das ist auch ganz durchaus zumutbar. Ah, falsch. Ich wollte hier eigentlich drücken. So. Wie spät ist das jetzt? 12 Uhr. Wir haben noch knappe 50 Minuten. Das soll ja wohl eigentlich ausreichen. Ich weiß nicht, wie weit ist da noch? 30 Kilometer allerdings. Ich habe ja ehrlich gesagt Spaß daran, da hinten die Bergspitzen zu sehen. So richtig natürlich sehen sie nicht aus, aber ich finde das natürlich klasse. Aber ich glaube, von München aus sieht man da schon die Alpen. Ich meine nämlich nicht. Ich war nämlich schon mal da in der Realität. Denkt, oh, München, sieht man bestimmt schon die Alpen. Ja, scheiße ist. Ich war an München vorbei, da dauerte noch lange, bis man endlich sagen kann, da hinten sind sie, die Berge. Naja, gut. Also so pingelig will ich da nicht sein. Aber gerade oben bei Kiel und so, da war kaum Wiedererkennungswert. Ja, da kann man heute nicht mehr mit punkten. Das mag vielleicht vor 10, 15 Jahren noch gut gewesen sein, aber heute ist das... Oh. Gut, entweder absolut massiv nachbessern oder aber den Preis ganz weit in den Keller drücken. Also wenn die sagen würden, hier kommen Angebot, ne, 19,95 oder 24,95 Fernbus-Simulator mit sämtlichen DLCs, dann hast du Frankreich, dann hast du Polen, dann hast du, glaube ich, Österreich, du hast du Dänemark. Okay. In dieser Qualität, wie es jetzt hier ist, ja, warum nicht? Denn das Spiel an sich macht Spaß, gar keine Frage. Allerdings mit Lenkrad. Ich würde so ein Spiel wie das hier, egal ob das jetzt OMSI ist oder Eurotruck-Simulator oder Fernbus-Simulator, da würde ich gar nicht erst auf die Idee kommen, das mit der Tastatur zu spielen. Ne? Das ist, nee, das wäre so gar nicht meins. Ich meine, jemand, der noch nicht genau weiß, ob überhaupt so eine Simulationsspiele was für ihn sind, der muss das erstmal machen. Kein Mensch kauft sich ein teures Lenkrad, nur um zu gucken, sind Simulationsspiele überhaupt was für mich? Solchen Leuten rate ich dann immer, wenn sie das noch nicht so genau wissen, was sie da eigentlich wollen oder ob ihnen das gefällt. Und ich der Meinung bin, das aber mit Tastatur ausprobieren, dann kann einem das auch gar nicht wirklich gefallen. Dann rate ich immer, guck doch, ob du jemanden findest, der ein Lenkrad hat. Und dann frag doch mal, ob du bei dem mal zu Besuch kommen kannst und mal eine Stunde spielen darfst. Und dann weißt du das. Lässt dir das zeigen von demjenigen und übst mal ein bisschen. Nach einer Stunde hast du dich so ein bisschen reingefühlt. Und ich denke mal, entweder gibt es dann, naja, ist gar nicht so meins. Oder aber man ist Feuer und Flamme und dann kann man sich so ein Ding kaufen und dann bereut man dann auch nicht. Man darf sich dann natürlich nicht so ein popliges, primitives Plastiklenkrad kaufen. Da gibt es ja auch einige von, das macht keinen Spaß. Ne? So, wir müssen geradeaus, das geht da noch. 12.11 Uhr ist es, 12.50 Uhr müssen wir ankommen, jetzt ist auch noch die Ampel rot. Ja, die eine Tour, die fahren wir, stehen bleiben, aber zu Ende, klar. Das können wir auch da sehen.
So. Ne, 22 Grad habe ich die Klimaanlage eingestellt und das scheint gut zu sein. Hat keiner gemeckert. Weil sonst kommt nämlich immer, ist das kalt hier, ich hätte einen Pullover mitnehmen sollen. Ne, funktioniert. Ne, also da diese drei Drehregler einstellen, dann da die 22 Grad. Da war da auch noch ein so ein extra Lüfter, den man vielleicht anmachen muss und dann funktioniert es. Ich habe da so viel Ärger gehabt im Omsi. Ich habe da bei manchen Bussen gar nicht richtig einstellen können. Da ist auch jeder Bus wieder anders. Hier fahre ich immer nur mit dem ersten Standardbus, der mir so angeboten wird. Hier gibt es ja auch jede Menge Busse und Bus-DLCs. Da habe ich auch oftmals gesagt, mein Gott, ihr macht noch einen Bus und noch einen Bus und noch einen Bus. Anstatt mal euch zu kümmern, dass der überhaupt richtig funktioniert. Doch, aber irgendwas hat sich verbessert. Die Fahrphysik ist in Ordnung. Ich meine, ich spüre so ein bisschen, das ist nicht ganz so angenehm wie im Eurotruck-Simulator oder in Omsi. Omsi auch. Altes Spiel, Grafik nicht mehr der Zeit entsprechend, auch die Speicherverwaltung Asbach. Aber die Simulation der Busse an sich und die Fahrphysik ist einfach Bombe. Ja? Da braucht sich Omsi auch überhaupt nicht hinter dem Eurotruck zu verstecken, überhaupt nicht. Da kann sogar sein, dass Omsi, was jetzt die reine Simulation der Fahrzeuge selber, wenn man drin sitzt und fährt, das Gefühl, fahre ich wirklich ein Fahrzeug, ist vielleicht Omsi so gegenüber dem Eurotruck-Simulator sogar nochmal mit einer Nasenspitze weiter vorn. Also, wie gesagt, bitte bedenken, alles, was ich hier sage, erstens überhaupt nicht fachmännisch. Ich habe von vielen Dingen und von realem Busfahren keine Ahnung. Vielleicht habe ich viele Dinge hier gesagt, das ist doof, fühlt sich scheiße an. Und in Wirklichkeit gibt es die Lösung, ja, das ist aber so gemacht wie in einem richtigen Bus. Du musst den und den Knopf drücken. Oder du musst vielleicht mal den Retarder richtig verwenden. Oder. Kann alles sein, ja. Ist jetzt rein subjektiv. Ja. Ja, das habe ich aber einen Zug gehört. Wie weit ist das noch? 11 Kilometer? 12.20 Uhr? Ja. Halbe Stunde noch. Ist jetzt das erste Mal, dass ich nicht so dermaßen überpünktlich ankomme. Sonst war ich meistens manchmal eine gute Stunde zu früh da. Naja. Da, wenn wir noch 5 Ampeln haben, dann kann das noch eng werden. Aber da hinten die Berge, das sieht schon mal gut aus. Ich hätte ja jetzt Bock, muss ich ganz ehrlich sagen, dann zu fahren und dann nach Österreich reinzufahren. Aber ich habe das DLC nicht. Und wenn Österreich von der Map ja so kacke ist wie die, obwohl jetzt der letzte Rest, muss ich sagen, gefiel mir eigentlich schon ganz ordentlich. War gar nicht so schlecht. Aber ich glaube, Österreich oder was da gibt, kostet auch mal eben einen Zehner, ne? Ich meine, wenn das jetzt so, wenn ich es bedenke, ich kaufe Map-DLC, gut, die sind jetzt auch schon ein bisschen älter, die hier ja übrigens auch, die gibt es ja auch schon lange, ne? Ich habe gekauft das Italien-DLC als Geschenk für jemanden für den Eurotruck-Simulator, ganz Italien, Bomben-DLC, super, und habe ich bezahlt 6,66 Euro und dann soll ich hier für so ein popeliges Fernbus-Ding mit, wo wirklich die Grafik kilometerweit zurück ist, mehr bezahlen. 10 Euro, ich glaube, das kostet 10 Euro, wenn mich nicht alles täuscht. Also ganz ehrlich, da sträuben sich mir die Nackenhaare. Macht das für 3,99 von mir aus Frankreich, weil es größer ist, für 5,99, dann kann das passieren, dass ich mal ein 20 in die Hand nehme und den ganzen Krempel kaufe. Weil das Spiel, auch wenn die Grafik wirklich scheiße ist, naja, scheiße, wenn die Grafik eben noch weit zurück ist, hinter dem, was man gewohnt ist und einige Bugs noch sind, mit Spielen macht trotzdem Spaß. Und wer denkt, oh ja, eigentlich gute Spielidee, würde ich vielleicht auch ganz gerne mal, kann man machen. Ich weiß gar nicht, was das Spiel jetzt kostet, wenn man sich das Spiel kauft. Ich weiß es nicht. Also wenn das 29 Euro kostet, würde ich sagen, boah, teuer. Ne? Aber angenommen, das Spiel kostet jetzt nur 14,95 oder vielleicht mit Schmerzen 19,95 und man hat Spaß an dem Busfahren, so ja, kann man machen, ja? Nur man muss bedenken, an die Qualität vom Eurotruck Simulator oder Omsi kommt das Spiel nicht ran. Also jetzt vom Fahrgefühl und vor allen Dingen von der Szenerie. Mit Szenerie meine ich eben so die Map. Ich drücke mal den falschen. Mach doch mal richtig, so. Ja, so, das geht eigentlich ganz gut. Wo müssen wir eigentlich hin? Müssen wir hier lang? Wo ist denn unsere Haltestelle? Ich sehe sie noch nicht. Ach, wir müssen einfach da hinten rum, okay.
machen wir das doch. Was haben wir denn jetzt? 12.35 Uhr. Ja, guck mal. Sind wir doch super in der Zeit. Vielleicht soll ich noch ein bisschen am Lenkrad einstellen, das Force Feedback ein bisschen umstellen. Auch die Lenkschwierigkeit. Habe ich jetzt nichts gefunden. Kann ich aber im G-Hub ja vielleicht ein bisschen härter stellen, weil das geht sehr fluppig leicht. Dann könnte das richtig, richtig, richtig Bombe sein, ne? Und jetzt die Map schöner. Ich erwarte ja nicht einmal, dass die so gut ist wie im Eurotruck, aber hier muss eine Schippe drauf in der Szenerie. So die Details, was man so sieht, wenn man durch die Landschaft fährt oder so. Überpünktlich, das ist ja kaum zu glauben. Ja, sie glaubst ruhig. Ja, also, wenn da noch was wäre, dann wäre das eins meiner Lieblingsspiele. Das fände ich, das würde ich toll finden. Und jetzt bin ich immer noch überlegen, Mensch, wenn die Fahrphysik doch besser ist, vielleicht ist das ja doch noch eine Option, Sebas mal zu probieren. Ich bin schon wankelmütig, seit es Sebas gibt, ne? So, was machen wir jetzt erstmal? Jetzt mache ich erstmal den Motor aus. Den Gang nehme ich raus. Dann muss ich einen so machen. Jetzt ist er raus. Dann machen wir den Motor aus. Dann machen wir die Vordertür und die Hintertür auf. Und dann beamen die sich alle raus. Die sind blitzartig draußen. Da stehen sie. Guck mal, guckt euch die mal an. Alle machen die gleiche Bewegung am Handy. Gleich wird einmal der Kopf hochgenommen, zur Seite geschlagen und wieder runtergeguckt. Alle gleichzeitig. Achtung, fertig, Choreografie. Jetzt, zack, Kopf wackeln. Ja, nicht ganz gleichzeitig. Das ist ein bisschen... Da würden sich manche drüber aufregen. Oder auch, wie jetzt die Menschen dargestellt sind. Ich finde das in Ordnung. Das geht ja hier ums Busfahren. Man sieht eindeutig, es sind Leute. Es sind unterschiedliche Leute. Die sind nicht starr wie irgendwelche Statuen. Wo bin ich raufgesprungen auf die Bank hier, ne? Sondern die bewegen sich ein bisschen animiert. Da wird am Handy gespielt. Ja, finde ich in Ordnung. Reicht so für einen Bussimulator. Gut, man kann das heute besser machen. Ist schön, wenn es so ist. Oh, hab ich auf dem Schoß gestanden. So, oh, guck mal. Ich dachte jetzt schon, man kann auch hier rumlaufen. Das kann man natürlich zum Beispiel im Eurotruck-Simulator nicht so einfach. Außer getrickst mit der Flycam. So sieht das aus. Ich denke mal, ich war noch nicht in München. Also in der Stadt zumindest nicht. Aber vielleicht sieht das da so in etwa aus, da bei dem Zopp, wo die Flixbusse sind. Das ist ja möglich. Okay, muss ganz ehrlich sagen, doch, was ich da oben in Kiel und so gesehen habe, war nicht so schön. Ich habe jetzt schon ein paar Städte hier gesehen. Ist die Map vielleicht doch nicht ganz so schlecht, wie ich gedacht habe, aber die DLCs, wenn, dann würde ich sie auch alle haben wollen. Irgendwie, glaube ich, 20 oder 25 Euro für Frankreich, dann nochmal 10 oder so für Polen oder noch mehr und nochmal 10, kann man ja nachgucken. Boah, ich wollte nochmal die Map aufmachen, ne? Da kann man jetzt mit dem Mausrad. So, wir sind gefahren jetzt hier von Nürnberg nach München. Was ist das denn für ein Strich? Ja. Und das ist also die ganze Map, die ich habe. Warte, wo sind denn die anderen? Mal ein bisschen rein. Noch ein bisschen rein. Da ist normalerweise mit dem Schloss die anderen DLCs zu sehen. Aber ich glaube, ich muss erstmal die Fahrt abschließen. Ja, komm, die Zeit nehmen wir uns jetzt noch eben. Ich drücke mal Shift. Wenn ich Shift drücke, dann gehe ich nämlich langsam. Gut, dann schließe ich jetzt die Fahrt ab. Hallo, ihr! Escape. Ausloggen. Jetzt kriege ich hier meine Abrechnung. Also bei Ökonomie, ja, muss ich jetzt nicht alles vorlesen, könnt ihr selber gucken. Service, habe ich auch alles ganz gut gemacht. Na hier, WC-Freigabe, Leselichtfreigabe, ja. Deswegen habe ich die Schalter alle gemacht. Auch Klimaanlage, alles wunderbar geklappt. Ansage habe ich abgespielt, gibt es Punkte für. Verkehrsregeln, Sachschäden, das war der kleine Bumser, den ich da hatte mit dem LKW. Ja gut, okay. Fahrverhalten, alles supi. Ich werde mal ein bisschen mehr KI einschalten, dass ein paar mehr Autos unterwegs sind. Guck mal, ich habe schon 32.000 Punkte insgesamt. So, jetzt kann man das sehen. Hier ist zum Beispiel Holland. Dann gibt es Belgien. Dann gibt es Frankreich. Kann ich da noch weiter gucken? Ne, doch, hier nur so. Dann gibt's Österreich und Schweiz. Dann gibt's Tschechien und dann gibt's da oben, kann man so nicht sehen. Komm ich gar nicht dran. Da gibt's nämlich Dänemark. Ist auch noch ein DLC. Toll, ne? Das sind so kleine Dinger. Wieso kann ich das jetzt nicht sehen da? Ja, so, jetzt habe ich draufgeklickt und dann geht das Ding hier auf. Dänemark. Ja, komm, ist gut. Dänemark. Ich hoffe, das habt ihr mit drin, dass das mit aufgenommen wird. Ich denke schon, ne?
Manchmal ist das ja, dass so Einblendungen nicht gezeigt werden, je nachdem, welchen Modus man hat. So, Dänemark kostet 15 Euro. Halten wir mal im Hinterkopf, ne? So, jetzt wollen wir mal die anderen auch gucken. Kann ich das hier irgendwo sehen? 15 Euro. Ja, doch hier, weitere Zusatzinhalte für dieses Spiel. Polen, 30 Euro. Tut mir leid, also so eine richtig gute Map-DLC für den Euro-Truck-Simulator kostet, ist unterschiedlich. Manchmal kriegt man so für 11,99 nach dem Erscheinen schon, also ich meine jetzt der Preis, nachdem die erschienen sind, die werden dann später billiger. Aber manchmal kosten sie auch 17, 18, vielleicht 19 Euro. Also im Schnitt würde ich sagen, durchschnittlich 15 Euro. Aber hier 30 Euro für eine Fernbus-Map und wir wissen, dass die deutlich schlechter ist, ne? Das ist einfach unter aller Kanone. So, sind wir schon bei 45 Euro. Dann Frankreich, 55, 65, sind wir schon bei 70 Euro. Dann haben wir hier, das ist ein Bus, ne? Das interessiert mich nicht so. Subway, Sim Hamburg, ist was anders. Warte mal, hier geht's noch weiter. Warte mal, jetzt bei 75 Euro, ne? Schweiz, Österreich, 20 Euro, sind wir bei 95 Euro. Was ist das denn? Ach, das ist so ein kleiner. Ach, das ist ja auch interessant. 7,95. Aha. Könnte Spaß machen. Dann hier nochmal 10er. Was waren wir jetzt gerade bei 95? Bei 100 Euro oder sowas. Belgien nochmal ein 10er. Nee, also das ist mir zu viel. Niederlande nochmal ein 10er. Nee. Das ist mit der Qualität, also da ist das Preis-Leistungs-Verhältnis, das stimmt nicht. Wenn ihr da nicht richtig fett nachbessert, kommen wir da nicht zueinander. Ich habe das Spiel gekauft, ich weiß nicht mehr für wie viel. Ich glaube, das hat damals so 20 Euro oder 25 Euro, vielleicht auch mehr. Ich bereue es jetzt im Nachhinein langfristig gesehen nicht, obwohl ich das jahrelang in Ruhe gelassen habe wegen dieser schlechten Fahrphysik. Aber jetzt muss ich sagen, das ist nachgebessert worden, es macht Spaß damit zu fahren. Aber weitere DLCs kaufen für insgesamt dann sogar einen dreistelligen Betrag bei aller Liebe nicht, wenn man bedenkt, der Flugsimulator, der Microsoft Flugsimulator in der Super Premium Edition habe ich bezahlt 130 Euro. Und ist ja Bombe, das Ding, ne? Dann dürfte dagegen gesehen, wenn der Flugsimulator in der Premium-Version mit den ganzen Flugzeugen 130 Euro kostet, dann dürfte der hier, was weiß ich, 1 Euro aus dem Kaugummiautomat sein, der Flugsimulator. Aber das will ich ja auch nicht sagen. Das ist auch Programmierarbeit und alles. Ne? Also sind ja doch einige mehr Maps, als ich dachte. Also den Flixbus für 9,95 und dann eben für 3 Euro pro Map-DLC, vielleicht Frankreich und Polen für 5, 6 Euro oder das ganze Paket, sagen wir mal maximal 49 Euro mit sämtlichen DLCs, würde ich sagen, ja. Ich glaube, das habe ich jetzt oft genug wiederholt. Ich glaube, das ist soweit klar, was ich meine. Gut, die anderen Busse habe ich mir noch gar nicht näher angeguckt. Das muss ich auch nicht unbedingt. Ich finde den schon ganz okay hier. Und das macht Spaß zu spielen. Ich denke nur mal, ich will eine schönere Map haben. Alles klar. So, was ist eigentlich mit dem Fernbus-Simulator? Ich glaube, das haben wir soweit geklärt. Wer den noch in der Versenkung hat, kann ich nur sagen, guck mal wieder rein, nimm dir ein bisschen Zeit, stell das Lenkrad ein, guck dir die Einstellungen an, das ist ein bisschen Gefriemel, aber dann macht das durchaus Spaß. Ich hoffe, ich konnte euch helfen, ich konnte euch vielleicht animieren, dem Spiel nochmal eine Chance zu geben. Und ich muss weiter überlegen, kaufe ich mir jetzt von dem gleichen Entwickler vielleicht doch noch sowas oder nicht. Ich bin da immer noch mit mir am Hadern. Das ist ja auch schließlich immer Geld, was man da raushaut, das will ja auch überlegt sein. Und ja, bedanke mich fürs Zuschauen, lasst mir ein Like da, schreibt Kommentare und dann wollen wir mal gucken, ob ich demnächst doch mal hier das ein oder andere Video nachlege. Das soll ja eigentlich nur so ein Zwischendurch-Video mal sein, so ein Sondervideo. Aber wenn ihr sagt, oh ja, komm, noch mehr, das macht Spaß, dann vielleicht mache ich da noch ein paar. Mal gucken, ich weiß noch nicht genau. Oder ich gehe wirklich in The Bus und wenn ich den mir kaufe und wenn ich mich davon überzeugen kann, ist toll. Na, dann wird es da Videos von geben, bestimmt. So, bis dann, bye bye und Tschüssikowski.